Die Verteidigungsministerin und ihre Sylt-Affäre. Sie fliegt also dorthin auf die Urlaubsinsel und tarnt so ganz offenbar das Ganze als Dienstreise. Um dieses, wir zeigen es Ihnen nochmal, weil es so spektakulär ist, dieses Antennenfeld der Bundeswehr zu besuchen. Klaus Strunz, unser Bild-Live-Chef. Wenn du das hörst, dass das Ding hier eine Dienstreise ist und zufällig ist Sylt direkt daneben, 30 Kilometer entfernt und zufällig ist danach Ostern und zufällig ist danach Urlaub angesagt für die Ministerin. Gut, da ist ja alles schon drin. Also es glaubt natürlich kein Mensch, dass das eine notwendige Dienstreise war. Das Timing, der Zeitplan spricht für sich selber. Die Tarnung anschließend als Dienstreise ist eine Unverschämtheit, obwohl ja eigentlich Tarnen für Soldaten ganz gut ist. Für die Ministerin ziemt es sich nicht. Ihr ist da ganz offensichtlich alles verrutscht, was in dem Amt wichtig ist. Ist das eine Lüge für dich, diese Tarnung? Also als Normalbürger würde man an der Stelle sagen, ganz ehrlich, also veräppelt oder verarscht, haben wir gerade schon hier in der Sendung gehabt, man kommt sich irgendwie verarscht vor. Ist das mehr? Also es kann ja sein, dass es normal ist für Politiker, dass sie das tun, aber das wäre ja noch schlimmer. Also es muss als Ausnahme in die Geschichte eingehen und es muss natürlich sanktioniert werden. Ich persönlich glaube, dass Frau Lambrecht das im Amt nicht überstehen kann, weil und auch nicht überstehen darf. Also da muss der Rücktritt kommen oder der Rauswurf durch den Bundeskanzler, weil hier ja alle Fragen noch offen sind. Die rechtlichen sind offen, die moralischen sind beantwortet. Die rechtlichen sind ganz kippelig. War das legal? Da heißt es jetzt, ja, also legal im Ministerium, wenn mich nicht alles täuscht, wird schon versucht, es jetzt nachträglich noch irgendwie legal aussehen zu lassen. Also Tricksereien, das wird ganz schwer. Und die moralische Frage ist beantwortet. Sowas tut man einfach nicht, weil jemand in einem solchen Amt dafür Sorge zu tragen hat, dass schon der Anschein vermieden wird, dass irgendwas komisch ist. Da ist schon die Reiseroute komisch. Und wenn dann der Sohn auch noch dabei ist, dann ist es nicht nur komisch, sondern skandalös. Wen oder was verteidigt diese Frau eigentlich aktuell als Verteidigungsministerin? Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist ja so, wenn eine Verteidigungsministerin sich ständig selber verteidigen muss, dann schwächt es natürlich die Verteidigungsfähigkeit des Landes, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt ist. Wir wollen ja mal ganz kurz daran erinnern, dass wir uns mitten in einem Krieg befinden. Ja, wir befinden uns auch mitten in diesem Krieg. Wir liefern ja Waffen. Wer ist dafür zuständig? Frau Lambrecht? Ah, nee, lass mich kurz nachdenken. Der Bundeskanzler hat ja selber schon gesagt, dass sie das gar nicht selber entscheiden kann und macht lieber die großen Entscheidungen selber. Also da braut sich was zusammen. Wir können uns ja auch noch mal erinnern, was der Auftrag der Bundeswehr ist. Der Auftrag der Bundeswehr ist, wir dienen Deutschland. Frau Lambrecht dient zurzeit bestenfalls sich selbst, aber nicht diesem Land. Und am meisten könnte sie diesem Land dienen, wenn sie sich den Mut fassen würde und jetzt das Amt aufgeben würde. Wenn ich alles richtig im Kopf habe, war sie ja sowieso nicht besonders erpicht drauf, nochmal Ministerin zu werden. Jedenfalls nicht Verteidigungsministerin, sondern hatte schon mit dem Ruhestand geliebäugelt. Vielleicht klappt es ja jetzt. Das eine ist ja ein Rücktritt. Ganz offenbar will sie das ja nicht. Also nichts deutet in den vergangenen Tagen darauf hin, Klaus, dass sie irgendwie sich von diesem Amt trennen möchte. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit Rausschmiss. Da gibt es einen Kanzler, der darüber bestimmen kann und einen Kanzler vor allen Dingen, der als SPD-Spitzenkandidat mit der dicken Schlagzeile Respekt, Respekt ins Amt gekommen ist. Das ist wahr und da spielt jetzt natürlich wieder Wahltaktik eine Rolle. Also jeder Bundeskanzler scheut natürlich eine Kabinettsumbildung, noch dazu eine skandalumwehte Kabinettsumbildung, unmittelbar vor einer wichtigen Landtagswahl. Am Sonntag ist ja Wahl in Nordrhein-Westfalen, wo es auch für die SPD um sehr viel geht. Und ich glaube aber, das ist auch schon wieder ein typisch Berliner falsches Kalkül. Also wenn ich der SPD-Kanzler mich jetzt von meiner SPD-Ministerin trenne, dann sieht es so aus, als hätte sie etwas falsch gemacht, also die SPD was falsch gemacht und das sei dann schlecht für den Wahlausgang in NRW. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Wenn Olaf Scholz jetzt durchregieren würde und sagen würde, das sind Zustände, die lasse ich nicht zu in meiner Regierung, da hat jemand falsch gehandelt und ich ziehe es jetzt durch, hätten auch die Menschen in Nordrhein-Westfalen nochmal ein Signal, dass ein Kanzler Kraft hat, dass der für das Gute steht, dass der Missstände aufdeckt und dass er nicht seine Parteigenossen deckt und hält, nur weil eine Wahl vor der Tür steht. Ich glaube, da ist ein komplettes Denkgeschwurbel im politischen Berlin und ich wäre froh, Olaf Scholz hätte die Kraft, das jetzt noch zu zerschlagen. Danke für die klare Meinung, Bild-Live-Chef Klaus Strunz. Lass uns mal zusammen auf dieses Antennenbild da gucken. Antennenfeld, 30 Kilometer von Sylt entfernt, Bramstedt, Lund. Ich kenne Schleswig-Holstein echt gut, aber das war mir kein Begriff bisher.
habe früher in der Nähe gewohnt sogar, aber das Antennenfeld, das kannte ich noch nicht. Ja, das ist völlig irre. Und wie kommt so eine Entscheidung zustande, dahin zu fliegen? Also eine Ministerin entscheidet das ja nicht selber, sondern da müsste ja ein Referent oder ein Mitarbeiter gesagt haben, Frau Ministerin, Sie müssen dringend auf das Antennenfeld und zwar genau vor Ostern und nehmen Sie doch am besten Ihren Helikopter, da geht es am schnellsten, und Ihren Sohn mit, denn danach können Sie auf Ostern auf Sylt noch ein bisschen chillen. Das müsste eigentlich passiert sein. Es ist aber wahrscheinlich anders gelaufen. Und jetzt kommt's. Frau Lambrecht muss jetzt alles erklären. Sie lässt ja wichtige Fragen offen. Wer hat dieses Foto im Helikopter denn gemacht? Normal sitzt an dem Platz, wo der Fotograf oder die Fotografin sitzt, die Ministerin. Das wäre ja noch das Allerbeste. Wie ist das genau gelaufen mit der Beantragung und der Zahlung, dass der Sohn dabei ist? Das alles lässt sie unbeantwortet. Stattdessen schimpft sie auf die Medien. Meine Erfahrung ist, wenn ein Politiker anfängt, auf die Medien zu schimpfen, dann hat er was zu verbergen und ist kurz vor seinem Ende. Das regt Millionen Deutsche aktuell auf und das regt ihn auf, unseren Bild-Live-Chef Klaus Strunz. Vielen Dank.